Moin und herzlich willkommen hier zurück zu LS22 auf der schönen Alma Missouri Map. Ja, da ich ja viel vorproduziert habe, wie ihr ja wisst, habe ich unsere Autodrive-Kurse einmal überarbeitet. Die Felder sind jetzt ein bisschen besser eingefahren und auch noch ein paar andere Sachen. Ja, genau. Ich würde sagen, wir springen einmal kurz überall einmal durch. Das ist natürlich unser PKW. Hier sind wir am Heu im Machen. Das läuft. Warum habe ich dich zu Feld 28 gebracht? Weiß ich jetzt nicht so genau. Ist egal. Der ist durch. Achso, nee, Moment. Stopp. Einmal. Nee, das war falsch. Moment, Sekunde. Ich habe falsches Knöpfchen gedrückt. So, zurück. Wir haben ja auch noch Missionen. Wartet kurz, ich muss reingehen. Ist ja schon ein bisschen wieder her, wo ich gezockt habe. Genau, Feld 5. Feld 5 habe ich mit ihm schon gemäht. Den habe ich hingeschickt. Da habe ich hier noch ein bisschen rumgefuselt. Der hat das Ding schon gemäht. Das ist eigentlich schon durch. So, der ist noch nicht dran. Der ist am Kartoffelroden, wie sich das gehört. Hier immer noch im Vorgewende. Hier muss ich noch mal eine Sache zu sagen. Und zwar habe ich ja gesagt, was für eine lahme Kröte. Also, dass der Auflieger nicht passt, das ist uns wohl allen bewusst. Ne? Also, nee, der funktioniert nicht. Aber ich habe ja manuelles Ankuppeln. Und die Auflieger hängen sich schon von alleine dran. Über Kuh, wisst ihr, ihr sitzt drin, zack, zack. Aber die Schläuche nicht. Ich habe vergessen, die Schläuche anzukuppeln. Also das Ding fährt sich sehr gut. Es ist voll okay, es ist sehr schön. Nur halt logisch, wenn ihr keine Bremsdruckschläuche habt, dann bremst der Anhänger mit und das Ding zieht nicht. Das dazu. Dann habe ich noch eine Sache gemacht und zwar habe ich ja gesagt, ich habe es eingestellt auf, dass wir 4 gleichzeitige sagt mal schnell, Aufträge nehmen können, Lohnaufträge. Ich habe es noch auf 5 erweitert. Und zwar ich habe es auf 5 erweitert. Ach ja, da haben wir es doch. Damit wir selber auch noch ein bisschen was tun können. Ne? Ja, ich habe mich entschieden, wir machen in Eigenregie mal wieder einen kleinen Gruppeauftrag, können dann immer noch mal zwischendurch ein bisschen hin und her springen. Mein Greenscreen ist nicht richtig. Hey. Sag mal. So. Hi, bitte. Was jetzt? Ja. Ja, habe ich gedacht. Dann habe ich noch eine Erneuerung. Da dürft ihr euch aber nicht wundern. Da muss ich mich erstmal mit einfrickeln. Ich habe mir nämlich ein. Moment. Hier so einen einfachen Gamepad mal geshoppt. Bei Lenkrad habe ich keinen Platz. Und, naja. Schauen wir mal. Ich habe mit der Tastenbelegung mal grob ein bisschen rumexperimentiert. Keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. So, gehen wir mal rein, stellen wir mal eben kurz unsere ganze Geschichte hier einmal ein. Ausrücken, aus so kurzer Blickhammer. Gut, ja. Dann würde ich sagen, tun wir mal dick. Jetzt will ich nur einmal kontrollieren, ob es auf welches das Feld ist. Grubbern, 41. Ja, ist ja eigentlich eine einfache Nummer hier mit dem Grubbern. Gehen einmal rein, das können wir dann auch mal so machen. Also wie gesagt, Gamepad muss ich mal schauen, wie ich damit klarkomme. Habe ich hier schon eher was mit Aufklappen und so Quatsch? Nee, das war das. Na, machen wir noch über Tastatur. Ja, wie gesagt, muss ich mich noch ein wenig mit einfrickeln. So, klarkommen. Genau, dann können wir das auch mit meiner Seitenkonsole, das überschneidet sich so ein bisschen. Die muss ich auch irgendwie komplett. Helfer F hat vollen Korntank. Ja, der andere ist unterwegs. Der andere ist unterwegs. So. Aber ein bisschen weiter voran, ruhig. Hab ich wenigstens auf absenken? Nee, das war das auch wieder. Ich glaube, mit A habe ich doch schon irgendwas eingestellt. Na gut, ich beschäftige mich dann am besten erstmal nur mit den einfachen Sachen. So,
Gut, ja, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben einen John Deere, aber diesmal ohne Kette. Hier haben wir wieder den normalen Grupper, ist auch gut. Muss entladen werden, ja, das wissen wir. Das ist ja in Arbeit. Und ja, machen wir mal eine schöne Grubbertour wieder. Schauen wir mal, wie sich die anderen... Wir werden immer hin und her springen, natürlich. Wir werden uns das Ganze natürlich anschauen. So. In der Zeit, wo das denn rumfährt... Also, wie gesagt, eine Tastatur einstellt, da muss ich mich echt noch mit auseinandersetzen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe ordentlich die Kurse, etliches an Feldern, ein bisschen... hoffe ich, besser eingefahren. Ich habe immer so Wegpunkte gesetzt. Na, kann man das, könnte man ja hier sehen. Oder nicht Wegpunkte, Wartepunkte. Ja, ich habe immer so Wartepunkte. Das heißt, immer wenn ein Feld noch nicht abgeerntet ist, dann habe ich vor dem Feld einen Wartepunkt, entweder direkt auf der Straße oder halt dann ausmachen, das wäre das nächste. Genau, ein Wartepunkt, entweder direkt auf der Straße oder auf dem Feld. Aber warte, das muss ich einmal ändern. Das muss ich einmal machen mit dem Ausheben. Das müssen wir einmal kurz ändern. Ja, genau, ein Wartepunkt. Und dann habe ich die Fahrzeuge direkt aufs Feld positioniert. Ich habe ja Fruchtumfahrung aus, wisst ihr ja. Aber... Unterlenker heben. Ich habe doch aber eigentlich, habe ich doch. Allerdings weiß ich immer nicht so richtig. Unterlenker heben, senken. Ah, ich mache das mal eben weg. Unterlenker 2. Eigentlich sollte das... Ups. Ah, warte. Ach, warte mal. Kann sein. Nee, mach das mal ruhig. Mach das mal ruhig. Pass mal auf. Mach mal Y. Weil eigentlich habe ich das doch alles auf A gesetzt gehabt. Ich weiß es nicht. So, okay. Aber höchstwahrscheinlich überschneidet sich das mit irgendwas. So, gucken. A. Nein. Oder ist das Gerät ausheben? Das ist doch aber Unterlenker heben, Leute, oder? Wahnsinnig. Warum macht er denn immer dieses... Das sind einfach... Knickdeichseltrick? Das verstehe ich nicht. Alle Geräte heben, senken. Aber ich müsste das doch auch einzeln machen. Also eigentlich... Ja, meine Seitenkonsole muss ich dann auch komplett... Ja, ich... Machen wir erstmal so. Frag mich nicht. Frag mich nicht. Aber der braucht, warte mal, ich will einmal gerne rüberspringen, wie weit die hier alle sind. So, du bist da ja immer noch bei. Ei, was machst denn du? Ah, das kann sein. Moment, das kann sein, Leute. Weil ich habe ja die Felder umgefahren und habe vergessen. Wartet. So, weil das müsste doch, ist das überhaupt... Das kann natürlich sein, dass ich da hier jetzt ein bisschen verfrickelt habe. Welches Feld war denn das? Das war nicht 40? Achso, hier wundert euch nicht über diese Punkte. Das sind, ich habe diesen Debug-Modus eingestellt. 31. Kommt der denn auf 91, bitteschön? So, da fahren wir nicht auf den Wegpunkt. Da machen wir das. Okay. Dann werde ich nur... Ne, einmal zurück, bitte. Du bist... Wieso 39? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Muss ich auch nicht, oder?
Wir sind auf Feld 31. Wieso habe ich 39 eingegeben? Ist egal. So. Ja, ich habe den Debattenmodus tatsächlich freigeschaltet, eingeschaltet. Ist ganz okay. So, wollen wir uns das einmal kurz anschauen? Wo ist er denn? Da müsste er ja gleich da sein. Auf, ich mache das hier mal ein bisschen aus. Weil das interessiert mich ja auch, ob das alles funktioniert, was ich da gemacht habe, ne? Also ich habe das jetzt, ihr könnt es ja euch gerne, ich zeige euch das gerne mal. Ihr seht das schon, ne? Ich habe hier, und hier zum Beispiel wäre ein Wartepunkt, hier dann direkt auf der Straße. Ups, Entschuldigung, ich habe jetzt schon wieder verrutscht. Oder so wie hier wäre der Wartepunkt, wo habe ich den hier gesetzt? Genau, der müsste, weil das Feld zu groß ist, da hinten irgendwo sein. Ich glaube, sogar hier auf der Straße wäre dann ein Wartepunkt, oder habe ich den vorne gesetzt? Na, wir sehen es gleich. Ne, da ist Feld 31 Wartepunkt, und dann habe ich halt das hier so hingezogen, dass ihr dann halt auf dem fertigen Vorgewende halt Dinge tun könnt, oder ich vielmehr Dinge tun kann. Und sprich, wenn das Vorgewende noch nicht da ist, dass man dann in den Wartepunkt geht. Auf den Wartepunkt. So, das war jetzt so mein Gedanke, weil ihr seht es ja, guckt euch das an, hier fahren, das könnt ihr voll vergessen. Einige Punkte habe ich so gelassen, das ist okay. Aber einiges dann auch komplett weggemacht. Halt so wie hier, da wo es ging. Wie gesagt, Fruchtumfahrung habe ich ausgeschaltet. Auf Anraten natürlich. Hier schauen wir mal, wie der fährt. Gucken uns das einmal an, wie er abtankt. Zeit haben wir ja genug. Jo, dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen Kohle rankriegen. Na, fährst du tatsächlich hier rum? Ja, das Feld ist ja geteilt. Das ist auch okay. Kann man natürlich sehr gut leben. Ja, das ist doch gut. So, ja, dann läuft das doch. Dann können wir auch gleich weiter unser Feldgruppe. Ja, es muss bloß erstmal wieder alles anlaufen. Ne? Es zickelt noch ein bisschen. Wollte ich euch noch was sagen? Nein, eigentlich nicht. So, gut, das scheint... Ja, wir warten, bis der Ruder läuft. Warten wir mal, bis der Ruder läuft. Oh, ich habe schon wieder vergessen, was umzustellen. Entschuldigt echt. Es wird jetzt mal ein bisschen klingeln. Jedes Mal das Gleiche. So. Aber der Ruder läuft, der scheint zu laufen. Das funktioniert, da geht das Vorgewende an. Super. So, doch, passt mal auf. Wichtig hier, als ich gestartet bin, ihr müsst ja unten immer umschalten. Dieses VCR, nein, das ist das nicht. Na gut, jetzt läuft es, aber ihr könnt hier unten die umschalten, ob ihr Heu macht, etc. Musste ich tatsächlich beim Einloggen neu machen. Also nur falls ihr da in Gange seid, musste ich neu machen. So, habe ich noch einen Traktor? Nein, der ist ja eigentlich durch. Ist der was, den... Ich habe schon... Ey, einfach nur... Oh, jetzt mit den 50 Millionen Knöpfen. Ich würde mal sagen, ich lasse den einmal zum Shop fahren. Ne, das kannst du auslassen. Weiß nicht, warum ich den zu Feld 28 geschickt habe. Ja, fahr mal zum Shop, da kannst du ruhig hinfahren. Nämlich, eigentlich bist du fertig, dich brauchen wir nicht mehr. So, okay, kommt, lasst uns mal unsere Dings hier weiter tun. Attacke. Ein bisschen grubbern. Feld 41 ist ja fix. Vor allen Dingen haben wir dann noch einen Schlepper. Da können wir dann, ich glaube, mit Schwaden anfangen, ne? Ja, das, die Schwadgeschichte, wenn wir die neu berechnet haben, müssen wir auf jeden Fall abspeichern, damit wir das dann für die Presse haben. Und ich muss auf jeden Fall gucken, die Schwadablage, dass ich die richtig einstelle, ey.
So, aber hier habe ich mir mal gedacht, das können wir mal ein bisschen so zusammen machen. Das ist vielleicht ganz nett. Wie gesagt, dann immer mal so zwischendurch hin und her springen, was die ganzen Leute hier zu treiben. Man sieht das hier ja auch. Da fährt der Big M. Hier sind die Jungs in Gange. Ich habe den auch so eingestellt, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gesagt habe, dass der maximal zwei dass der maximal zwei Bunker ich bin überhaupt nicht klar hier. Zwei Bunker reinbekommt. Fand ich. Ah. Fand ich eigentlich ganz geil. Sowas lässt mir echt keine Ruhe, ne? Das kann ich zum Beispiel schon mal wegmachen. Mal alle Geräte heben, senken. Würde ich so machen. Alle Geräte abschalten. Würde ich dann so machen. Alle Geräte zuklappen. Nee. Ja, er erkennt irgendwie die Seitenkonsole, meine Seitenkonsole, als diesen Joypad. Naja. Hat wohl eher was damit zu tun, dass man, wenn man sich günstige Sachen holt, so das Tesla, was ich hier eingestellt habe. Nee, der klappt ja alles zusammen. Leute, ich komm nicht. Na egal. Da muss ich mir mal in aller Ruhe Zeit nehmen. So. Ich hab's heute mit den Tasten. Echt, ich hab schon wieder irgendwas anderes gedrückt, was ich gar nicht wollte. Ja, genau. Beim Debug-Modus werdet ihr euch mit Sicherheit fragen, warum mitten auf dem Feld. Ich habe bei den größeren Feldern, noch nicht alle, oder allgemein ja bei größeren Feldern, einfach nur mal eine Linie rausgezogen. Damit der Abfahrer, sprich, wenn ich dann mal irgendwo mitten auf dem Feld bin, nicht hier stundenlang die Position sucht. Läuft's da hinten? Da hinten läuft's. Ja, sieht gut aus. So, ich schätze mal, der Big M ist angekommen. Da wird gefahren. Das läuft auch alles. Was ist denn da passiert? Ist das nur ein Grafikgedöns oder habe ich da aus, hoch und runter und Blödsinn gemacht? Ich weiß nicht. Wir werden sehen, wenn der Lohnauftrag zu Ende ist. Auf jeden Fall sollte hier ja doch ordentlich Kohle rüberkommen. Wird zwar einen Moment dauern, aber so nehmen wir uns immer einen Auftrag, den wir dann selber machen. Springe mal hinterher, mache das ganze Management. Muss man halt mal gucken, ne? Ja, Helfer F, weiß ich. Aber da müsste ja eigentlich der Kleine kommen und der müsste dann ja auch gleich abfahren.
Zum Entladen, weil das wäre dann ja der zweite. Aber er will nicht. Weil? Rechnest du noch oder hast du dich wieder verfranst? Müssen wir wieder gucken? Müssen wir wieder gucken? Wir geben ihm noch einen Moment. Warum machst du das nicht? Ich verstehe das jetzt wieder mal nicht so ganz. Steht er? Er ist doch eben die ganze Zeit hinterhergefahren, ne? Stopp, ich fahre den mal in die andere Position. Ich habe keine Ahnung. Warum er den Blödsinn macht. Alles richtig. Feld 31, das lübt. Das hat die ganze Zeit funktioniert. Warum machst du dann den Scheiß jetzt schon wieder? Leute, sag doch mal was. Verkauf Getreide war ja richtig, ne? Lass uns einmal kurz reinschauen, nicht, dass ich hier wieder. Wir sind jetzt bei Feld 31. Liefer Kartoffel für Getreide, ja. Verkauf Getreide, ja. So, und jetzt bitte einmal die Frage, warum? Du hast das so gut gemacht. Und jetzt machst du das nicht. Warum? Steht er da so doof oder was? Kommst du da nicht ran? Das wäre ja eigentlich Quatsch. Ich fahre den jetzt mal manuell, damit der Kartoffelernter. Da hat sich aber nichts verstellt in Sachen Fahrtplanung, Begrenzen, Abfahrer auf Feld begrenzen, Frucht umfahren. Nein. Parken im Feld, ja. Ist alles gut. Nein, nein. Anmelden. Also hätte ich jetzt so. Eigentlich müsste der jetzt ja gleich. Das Ding abfahren. Ich will nur einmal Abladelevel. Habe ich tatsächlich. Er hat irgendwie alles. Genau, alles irgendwie ein bisschen verkruckelt. Na gut. Dafür sind wir da. Funktioniert übrigens der Rest? Ja, der Rest läuft hervorragend. Gut. Der läuft auch. Auch sehr gut. Ah, Leute. Ja, aber das macht ja nichts. Das habe ich mir ja schon so gedacht. Das ist auch voll in Ordnung. Dafür, wie gesagt, gehe ich jetzt ja in dem Neustart ein bisschen mehr ins Farmmanagement über. Mach selber noch ein paar hübsche Sachen. Mal gucken. Wie gesagt, nachher sollten wir irgendwann mal Viehzucht haben oder so auch. Oh, genau. Jetzt weiß ich, was ich noch gucken wollte. Warte, machen wir gleich. Ich wollte mal sehen, wie weit unser Kartoffelacker ist. Ich meine, wenn wir hier jetzt überall Kartoffeln machen, schätze ich mal, wird doch unser Kartoffelacker auch so weit sein. Und da bin ich dann, werde ich dann, glaube ich, in den sauren Apfel beißen wollen, müssen. Genau, beißen müssen, um zu sehen, wo ist 4 da?
Wachstum. Ich muss jetzt wegen meiner. Ach nee, das ist. Wartet mal kurz. Stoppelsturz. Kraut entfernen. Ah ja, genau. Das ist das. Da müssen wir dann ran, ne? Also da würde ich danach tatsächlich Dinge tun wollen, indem ich sage. Wir mieten uns das. Wir mieten uns das. Tatsächlich. Allerdings müssen wir denn hier erstmal alle Feldarbeiten abgeschlossen haben. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Weil dafür haben wir nicht das Geld. Ja, wir versuchen es. Wenn's verrottet, wenn es verdorrt, dann. Dann ist das halt Pech. Dann muss ich halt damit leben. Ups, falsches Knöpfchen. Also tut mir leid, ich weiß nicht, warum er das nicht aushebt. Doch, wartet mal. Hat er gerade was gezuckt? Nö. Damit klappst du alles zusammen. Das will ich doch gar nicht. Runter? Runter macht er. Hoch macht er nicht. Ja, gut. Nehmen wir mal so hin. So, komm, lass uns das Ding hier mal schnell mal fertig machen. Damit wir, naja, auf unser Kartoffeldings kommen wir eh nicht. Ich habe ja eh auf Stufe 1 gestellt, also das sollte nicht so problematisch sein. Dami, wo hast du denn hier die nächste Ecke? Aber das werde ich mir alles noch richtig schön einstellen. Da werde ich mich noch mal hinsetzen. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Ich habe Urlaub. Hurra! Weihnachtsurlaub. Ja, ich weiß, die Folge ist schon lange nach Weihnachten. Aber ihr wisst ja, Vorproduzierungsgedöns. So. So, da ist er in Gange. Der Wario fährt ab. Der Kartoffelroder ist am Roden. Was steht da? Unser Hoch-PKW, genau. Genau. Ja, guckt euch das an. Hier zum Teil sind ja auch alle Felder. Ja, hier würde ich dann tatsächlich sagen, ich weiß nämlich jetzt leider auch nicht mehr, welchen wir genommen haben, aber ich glaube, wir haben den kleineren, haben wir den kleineren genommen. Wir haben doch immer gesagt, wir fangen mit, ich weiß, nee, wir machen erstmal alle Felder Chico und dann schauen wir mal. Du kannst ruhig, glaube ich, hier einmal anfangen, Kollege. Kollege, so. Na, na, ah. Los geht's. Ah, fährt er schön zum Abtanken. Abladen. Das wird ja hoffentlich alles richtig funktionieren. Getreideannahme, Verkauf war ja hier oben. Ja, da fährt er hin. Was ist das? Achso, das war noch der Big M.
Ja, aber wie gesagt, so ist das echt die günstigste Alternative hier, ne? Ja. Dann würde ich auch sagen. Nee, 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 wir machen noch nächste Folge auf jeden Fall noch. Zum Ende der Folge hin können wir ja einmal. Wo ist er jetzt? Ist er jetzt hier drinne? Ja. Einmal reinspringen. Schauen uns mal an, wie er entlädt. Guck mal, ob ich auch wieder alles richtig eingestellt habe. Das funktioniert einwandfrei. Macht er bei den Leitgeräten auch unsere Nummernschilder? Wusste ich gar nicht. Okay. Ja, gut. Weil das ist ja nicht unser. Wir haben ja noch nichts gekauft. Ja, gut. Also in dem Sinne. Ja, weiß ich doch. Würde ich sagen, schönen Dank fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Ja. Hier noch zu Ende gruppern. Ich mache hier ein bisschen. Hole euch da wieder mit rein. Das machen wir natürlich noch weiter. Und in dem Sinne, wie gesagt, schönen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, euer Baruch. Wir sehen uns dann morgen natürlich. Ciao. So, jetzt muss ich nochmal sehen hier. Die Technik funktioniert hier mal wieder überhaupt nicht. Oh, diese Internetgeschichte bei mir ist eine Katastrophe. Das läuft nicht.